alle kennen sich. Hallo, was hast du heute gemacht? Was kochst du heute? Das ist genauso wie in Portugal. Das ist schon natürlich ein Traum. Das ist große, weite Welt, jeden Tag hier. Arriba! Arriba! Abajo! Abajo! Al centro! Al centro! E adentro! Adentro! Caramba! Zwischen Elbe, Elfi und Michel liegt das Portugiesenviertel. In den 1970er Jahren Anlaufpunkt für portugiesische Einwanderer. Sie fanden Jobs im nahen Hafen. Der Wohnraum war günstig. Inzwischen lebt und arbeitet hier eine internationale Mischung aus Einwohnern und Geschäftsinhabern. Die Casa Franco ist eins von über 40 Restaurants im Quartier. Franco Caramba, wie er sich nennt, wartet schon frühmorgens auf die Lieferung vom Hamburger Fischmarkt. Er arbeitet seit über 20 Jahren im Viertel. Das ist eine Kultecke, das ist Gastroszene, aber auch viele Lokale, viele familiäre Lokale. Und ich freue mich, dass wir freuen uns, dass wir ein Teil davon sind. Na? Auf den Tisch kommt, was er morgens auf dem Fischmarkt für seine Gäste ausgesucht hat. Das ist meine Welt. Ich liebe das. So. Das liebe ich. Das ist da, wo ich mich sehr freue, weil heute Abend alle, die bei mir Besuch kommen, alle haben sich seit Monaten darauf eingestellt und gefreut auf diese Fischsorten, den Franco organisiert. Dieser Fisch schwamm noch vor 2 Tagen im Indischen Ozean und kam per Luftfracht nach Deutschland. Andale, mein Schatz, bringen wir unsere Babys nach unten. Dann später kommen die Jungs, filetieren das. So. Eine Speisekarte gibt's bei Franco nicht. Er serviert jeden Tag ein Überraschungsmenü. Vorsichtig, komm. Mit Kabel vorsichtig. Langsam. Mach kleinere, damit sie von allem probieren. Fertig. Weil nachher Rinderfilet ist auch da. Deswegen. Zwischengang, Mix, aber nicht so große Stücke, damit sie von allem probieren. Mach von allem Sorten. So. Okay, caramba, hermano. Alles klar? Komm her. Heute genießt Franco mit Frau und Tochter die wenige freie Zeit, natürlich im Viertel. Im Portugiesenviertel dreht sich nicht alles um Gastronomie und es ist auch nicht alles portugiesisch. Jörg Solar hat eine Werkstatt für alte englische Motorräder im Souterrain eines Wohnhauses. Geöffnet jeden Morgen ab 10 Uhr. Das erste Motorrad, was man am Straßenrand gesehen hat, war jetzt zufällig ein BSA A65. So irgendwann Mitte der 70er Jahre, da waren die auch schon eigentlich nicht mehr im Straßenbild zu sehen. Die Engländer haben wirklich sehr schöne Motorräder gebaut. Vermutlich die schönsten. Reparieren, umbauen, restaurieren. Seit 25 Jahren schraubt Jörg an alten Motorrädern.
Zuerst in seiner Heimatstadt Berlin. Dann zog er nach Hamburg. Der Liebe wegen. Die hält bis heute. Wie die Liebe zu Motorrädern. Das Ganze wiegt 35 Kilo. Man konnte den Lenker runterklappen und den Sitz runterklappen mit Schnellverschlüssen. Und hat dann hier einen Tragehenkel. Und konnte das Ganze in Motorraum vom Kofferraum vom Auto verstauen. Motorräder, Werkzeug und Ersatzteile sind Raritäten. Seine Werkstatt Single and Twin ist kein hipper Lifestyle-Laden. Hier gibt's nur echte Handarbeit, betont Jörg. Ich war früher Kindergärtner und hab dann nach 10 Jahren oder so habe ich dann das Gefühl gehabt, füllt mich irgendwie nicht aus. Und dann habe ich Maschinenbau studiert, also ein Fach habe ich nachgemacht und Maschinenbau studiert. Und bin jetzt sozusagen Fachingenieur. Diplom-Ingenieur, Fach oder so heißt es. Ich weiß nicht, wie das heißt. Schon im 16. Jahrhundert siedelten sich Portugiesen auf der Flucht vor der Inquisition in Hamburg an. Knapp 10.000 leben heute in der Hansestadt. Das ist sehr portugiesisch, das ist wie in Portugal zu wohnen, weil wir sind auf die Straße und überall hört man Portugiesisch. Ne? Alle kennen sich. Hallo, was hast du heute gemacht? Was kochst du heute? Das ist genauso wie in Portugal. Luis Correa de Pinho importiert Weine und Spirituosen aus Portugal. Vor einigen Jahren war er mit einem Freund auf Europa-Tour. Ein ganz normaler Urlaub sollte es werden. Aber dann kam alles ganz anders. Estamos à espera do vinho branco deles, que não está pronto, por isso é que não ainda veio. Und in Amsterdam habe ich mit einem Freund angerufen und er hat gesagt, dass hier in Hamburg etwas viele Portugiesen in einem Viertel gab und so. Und das wollten wir mal angucken. Ja, und dann sind wir eine Woche hier geblieben und ich habe mich verliebt in jemand. Ja, und deswegen dann bin ich hier eng geblieben. So. Auch ein Teil des Hafens gehört zum Portugiesenviertel. Direkt an den Landungsbrücken liegt die Rigma Rigmas. Der Großsegler ist ein Wahrzeichen Hamburgs. Der Dreimaster fuhr Anfang des 20. Jahrhunderts als deutsches Frachtschiff. Doch in den Wirren des Ersten Weltkriegs beschlagnahmten die Portugiesen die Bark. Nach einer recht wechselhaften Geschichte diente sie nach dem Krieg fast 40 Jahre unter dem Namen Sagres als Schulschiff der portugiesischen Marine. Früher gab es im Portugiesenviertel über 40 Hafenkneipen. Heute sind es noch 3. Vor 19 Jahren übernahmen Heidi und Antonio eine davon. Ich hatte erstmal von Tut und Blauen keine Ahnung. Ich war Verkäuferin mit Menschen, ja, aber also Schnaps und Kneipe war nicht. Habe ich alles gelernt hier. Hier waren früher die alten Seeleute, die sind leider jetzt schon verstorben. Ich hatte auch früher um 11 morgens schon auf. Bis jetzt macht mein Sohn erst um 18 Uhr. Ihren Antonio lernte Heidi vor über 50 Jahren beim Tanzen kennen. Wir saßen mit 6 Frauen an einem Tisch und er war alleine und war schick, blauer Anzug, Krawatte. Ich war 19 Jahre, hab gefragt, ob er Spanier ist, weil ich einen spanischen Freund hatte. Ja, ich bin Portugiese. Ja. Da haben wir getanzt und so ist gekommen. Seitdem heißt sie Heidemarie, Sonny, Mimi, Kaufrinder de Moraes, Branco, Martins. So will es das eigenwillige portugiesische Namensrecht. Der Wohnraum im Viertel war traditionell billig.
Nach und nach wurden die alten Gründerzeithäuser restauriert und sind heute sehr begehrt. Die meisten Gebäude gehören Wohnungsbaugenossenschaften. Das hält zwar die Mieten im Rahmen, nicht zuletzt sind die Wartelisten umso länger. Der Künstler Frank Bührmann hat sein Atelier mitten im Trubel. Zur Kunst kam der Hildesheimer durch einen Schicksalsschlag. Mit 25 Jahren habe ich Knochenkrebs gehabt. Und dann war ich im Krankenhaus, war vorher Polizist und musste mir irgendwie was Neues ausdenken, was ich mache. Dann habe ich angefangen, große Bilder zu malen. Das kam einfach so, ich weiß nicht warum. Bin damit ganz erfolgreich geworden und habe dann aber so im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich das körperlich nicht mehr schaffe. So, und dann habe ich angefangen, auf T-Shirts zu malen, auf Schuhen, auf Hosen, auf allem, was sich bewegte. Kunst für jedermann soll es sein, nützlich und alltagstauglich. Das ist übrigens eins meiner Ateliermobile. Da kannst du dann immer hier so überall mit rumfahren. So, weil, wenn du mit dem Rollstuhl hier durchs Atelier heizt, sind ganz schnell unten die Räder verklebt. Hm. Die verschiedenen Menschen, die unterschiedlichen Kulturen im Portugiesenviertel, vor allem der Hafen, sind seine Inspiration. Das ist wie auf den Landungsbrücken. Wenn dich die Möwen nicht mögen, dann machen die sowas mit dir. Jedes Teil ist ein Unikat. So, super. Jetzt hänge ich das Ganze mal auf, dann kann das so vor sich hin tropfen. Früher wohnte Frank auch mit seiner Lebensgefährtin im Portugiesenviertel. Doch auf Dauer wurde der Trubel zu viel. Das Viertel ist laut geworden. Es wäre schön, hin und wieder mal so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür da wäre, dass hier nicht nur Kneipen sind, sondern dass über diesen Kneipen teilweise 5 Etagen Menschen mit Familien leben. Das heißt, die auch irgendwann mal schlafen, die morgens um 8 zur Arbeit müssen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierigste hier. Ganz weg wollten sie dann aber doch nicht. Ach ja. Wenn man hier draußen sitzt und jetzt müsste eigentlich bitte ein Tuten kommen, so ein Pott vorbeifährt und so ein Horn erklingt, das ist schon natürlich ein Traum. Das ist große, weite Welt, jeden Tag hier. Da ist dein Horn. Da ist es. Im Portugiesenviertel schwört man auf Zusammenhalt, Freundschaft und gelebte Dorfgemeinschaft mitten in der Großstadt. Ohne Schnickschnack und viel Schickimicki. Der beste Mann hier auf der Straße. Der verrückteste, nein. Stimmt nicht. Bis dann, viel Spaß. Anfang der 2000er Jahre fing Franco hier im Viertel an. Erst in der Küche eines Restaurants, dann als Kellner. Gut, erstmal trinken wir was zusammen, oder? Heute mit Papa ein bisschen mal chillen hier. Ich kann mit Ruhe sowieso nicht umgehen. Das ist eine Sache, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, das habe ich doch vor 20 Jahren davon geträumt. Dass ich irgendwann mal meinen eigenen Laden habe, dass ich das... Das, was ich in diesen Jahren gelernt habe oder das, was ich eigentlich machen kann, weil jeder Mensch muss ja eine Sache im Leben gut können. Wenn man mich fragt, was bist du für einer, dann kann ich sagen, oh, ich bin Gastronom. Gastronom, da kann man nicht irgendwie ruhig sitzen und sich zurückziehen. Wenn er mal essen geht, bleibt er in seinem Viertel. Und das ist halt schön. Ja, er kann auch nicht ruhig. Auch wenn wir zum Beispiel Zeit haben oder mal Urlaub haben,
Also, der ist nicht der Typ, der, wo sagt, ja, legen wir mal einen Tag am Strand. Das gibt's nicht bei uns, nee. Danke. Klasse. Für mich. So, ja, hier wohnen Portugiesen, hier arbeiten viele Portugiesen. Das ist ein Portugiesenviertel. Das ist so ein wie Chinatown. Das ist genau die portugiesische Town, Portugiesenviertel. Es ist alles sehr friedlich, sehr familiär. Auch ganz entspanntes Publikum, auch ganz gemischtes Publikum. Am Ostende wacht der Michel über das Portugiesenviertel. Die Kirche war oft das Letzte, was Seeleute von Hamburg beim Auslaufen sahen. Bei ihrer Rückkehr das Erste. Er bedeutet Heimat. Gleich nebenan die vier skandinavischen Seefahrerkirchen aus Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden. Hinter der norwegischen Kirche legten Anwohner einen kleinen Garten an. Öffentlich für alle, die mal ein paar Minuten Ruhe vom Trubel brauchen. Jörgs Werkstatt ist ein Relikt aus einer alten, analogen Welt. Viele Ersatzteile gibt es nur noch gebraucht oder im Eigenbau. Seine Kunden kommen aus ganz Europa. Englische Motorräder sind sowieso mal sehr speziell, weil die andere Winde haben und andere Schlüsselgrößen und so weiter und so weiter. Die Engländer sind ja ein bisschen verschroben schon immer gewesen und haben viele Sachen genau andersrum gemacht als alle anderen Hersteller. Und irgendwie Engländer zu schrauben, machen nicht viele. Die Schraubenschlüssel drehen andersherum und haben Schlüsselgrößen in Zoll. Spezialwerkstätten wie diese gibt es nicht mal mehr eine Handvoll in Deutschland. In seiner Freizeit fährt Jörg Rennen. Diese Motorräder hat er extra dafür selbst gebaut. Wie Jörg zum Faible für Motorräder kam, weiß er selbst nicht. Ich bin erblich nicht vorbelastet. Mein Vater war blind und meine Mutter hatte keinen Führerschein. Also wir hatten nie irgendwelche Fahrzeuge in der Familie. Aber mit 16 war für mich klar, ich musste ein Moped haben. Und auch mein Umfeld war damals eher hippiesk und Fahrrad, da alte klapprige Damenfahrräder und mit Prilblumen drauf. Und, aber ich weiß es nicht. dieser Deckel mit dem Antrieb ist für den Zündmagneten. Das ist so auch amerikanische Zubehör. Mit dem Deckel hat alles angefangen. Was? Mit dem Motorrad. Ich habe damals den Deckel bekommen bei eBay, und weil niemand wusste, was das ist, war der ultra billig, 30 Euro oder so. Und da habe ich gedacht, um diesen Magnetdeckel muss ich mir ein schönes Motorrad bauen. Und jetzt, keine 10 Jahre später, ist es soweit. Ob Hafenarbeiter, Schiffsmakler oder Ärzte, bei Heidi trifft sich das ganze Viertel auf ein Bier. Fast wie früher. Dass es so eine Kneipe hier gibt, ist unheimlich wichtig für das Viertel. Und es ist auch sehr schön, dass es so überhaupt noch gibt, wo man rauchen kann. Und hier treffen sich auch wirklich generationenübergreifend die Leute, die hier wohnen, und natürlich auch Touristen. Und so, wir hatten hier schon sehr schöne Abende.
Ab 19 Uhr wird es voll. Willkommen sind alle. Was ich gesagt habe, als ich anfing, hier sollen auch Mädels und Frauen reinkommen können, ohne angemacht zu werden. Und das habe ich geschafft. Inzwischen kümmert sich Heidis Sohn Renato um das Tagesgeschäft. Hallo, wo seid ihr denn? Zu essen kann man hier nichts bestellen. Eine echte Kneipe eben, mit Bier aus Flaschen. Nein, das war nichts. Die meisten Gäste wohnen im Portugiesenviertel. So, was hast du da Schönes? Oh, guck mal. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dass es nach vorne laut ist, wir haben nach hinten totale Ruhe, Oase in den Wohnungen, das ist ganz gut. Und unsere Tochter ist hier groß geworden, ist jetzt 24, also 24 Jahre Portugiesenviertel. Und die fühlt sich sehr wohl, will hier auch gar nicht wegziehen. Ja, und es ist eine sehr doller Zusammenhalt in diesem Viertel, dass man sich ganz doll hilft. Also wenn jemand Hilfe braucht und wenn es vom Akkuschrauber bis zur irgendwie ein Transporter oder irgendwas, jeder hilft jedem. Bisschen bodenständiger und vor allen Dingen mehr leben und leben lassen. Bei Franco kann man nur in zwei Schichten essen, um 17 und um 20 Uhr. So, einmal kurze Info, damit ihr weißt, was wir für euch da haben. Wir haben heute vier Sorten Fisch. Einmal ist Mahi-Mahi, einmal ist Cobia-Fisch, einmal ist Kingfisch und Tönfisch. Der Chef packt überall mit an, aber am liebsten in der Küche. Volare! So, schön. Macht ich sieben. Da ist die letzte drei. Die drei, die haben einmal vegan, einmal Fisch. Fisch kommt. Ja, Fisch kommt. Es fährt vorbei. Und die Speisen sind überschaubar. Draußen warten schon die 20 Uhr Gäste. Drinnen wird alles für die zweite Schicht vorbereitet. So, Signora. Schönen guten Abend, aloha. Schön, dass ihr da seid. Willkommen, 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 willkommen. Ich brauche nur noch wirklich eine portugiesische Küche. So, wunderbar. Das sieht schon alles gut aus. Sehr gut. So. Ja, arriba, bajo. So, willkommen, willkommen. Ich wollte nicht da sein. Da. Hier oder da? Ole, 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 ole. So. Du hast deine Gambas, ne? Ja. Nenni Glisa, arriba! Abajo! Al centro! Para dentro! Caramba! Auf euch und auf einen schönen Abend für euch alle. Salut! Salut, salut. Salut, caramba! Inzwischen ist es 21 Uhr. Francos erste Pause heute. Man muss den Beruf ernst nehmen, man muss den Pflicht ernst nehmen, man muss die Gäste ernst nehmen. Und das, was man macht, man muss versuchen schon, dass man alles richtig macht. Und das ist das A und O, weil die Leute, die hier kommen gerade, die verlassen sich auf mich. Es ist halt ist eine Überraschung, keiner weiß, was auf dem Tisch kommt.
Heute Abend ist Heidi eingeladen. Man kennt sich halt. Nebenan in Louis' Weinbar. Es ist Fado-Abend. Dankeschön, Heidi. Oh, das ist ein wunderschöner Orchidee, ne? Das Leben in Deutschland hat die Einwanderer verändert, meint jedenfalls Louis. Meistens von meinen deutschen Freunden, die sagen, die wollen nicht mit mir was zu tun haben, weil ich mehr deutsch bin als denen. Also ich bin sehr schon eingedeutscht, sozusagen. Also sehr Pünktlichkeit, ich mag gerne strukturiert zu arbeiten. Also bin ich nicht mehr so locker, wie ich mein Ma war in Portugal. Estranha forma de vida. O coração independente. Fado bedeutet Schicksal auf Portugiesisch. Katharina Brass lernte den Gesang in ihrer Heimat, der Lissabonner Altstadt. Über Liebe, über Leben, über Beruf, das ist über alles, was man im Leben hat. Ne? Deswegen, die meisten sind melancholisch, das ist die Fado, die meisten denken, das ist alles traurig und melancholisch, ist aber nicht. Aber auch. Ne? Also wir haben heute richtig... Die Deutschen mögen das auch viel, obwohl sie uns gar nicht verstehen. Und das passiert auch mit anderen Leuten auf anderen Ländern. Die verstehen die Worte nicht, aber die verstehen die Gefühle, die wir dann versuchen zu schenken. Ne? Fado ist so abwechslungsreich wie das Leben, ob in Portugal oder in Hamburg. Alles wichtig in dieser Leben ist, was man irgendwie mit Freunden, Familien Zeit verbringen. Und das ist alles, was man mitnimmt. Alles andere bleibt hier. Das Portugiesenviertel an der Elbe. Ohne das oft launische Hamburger Wetter könnte man meinen, man sei am Mittelmeer.